So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir stehen hier am nächsten Mega Raid. Seitdem die Mega Raids da sind, macht wohl kaum noch jemand Heatran. Ist aber nicht schlimm. Ich habe noch die Raid Mania am Mittwoch, wo ich auf Heatran gehe, wie ein Verrückter. Und ich möchte ja wenigstens jede Mega-Entwicklung einmal gemacht haben. Und mit einer wollten wir ja anfangen. Das habt ihr alle natürlich schon gemacht, und zwar Bibor. Jetzt möchten wir uns mal kurz den Pokédex angucken. Ihr seht hier in diesem Megadex, ihr habt die verschiedenen Pokémon drin und es gibt kein Krypto, kein Erlöst, kein Lucky, es gibt nichts, es gibt Shiny, es gibt männlich und es gibt weiblich. Das heißt, man kann sich also sparen, normale Pokémon musste man immer ein männliches entwickeln, man musste ein weibliches entwickeln, man musste ein Lucky entwickeln, man musste ein Shiny entwickeln, dass man alle Beiträge voll hat. Ist bei den Megas wohl nicht so. Bei den Megas reicht es wohl, wenn man zum Beispiel ein männliches, normales und ein weibliches Shiny entwickelt, dass man hier alles ausgefüllt hat. Und das ist mein Ziel, das möchte ich immer erreichen. Bei Bibor ist das Ganze so. Wir gehen mal auf Bibor. Wir haben hier ein 100%iges. Wir könnten jetzt das 100%ige entwickeln. Das ist ein männliches und dann brauchen wir natürlich noch ein Shiny. Hier haben wir ein weibliches und noch ein weibliches. Was ein Zufall, das würde also genau aufgehen, dass wir ein männliches Mega Bibor machen und ein weibliches Shiny, dann müssten beide Sachen fertig sein. Wir pushen das jetzt mal kurz bis zum Maximum. 88.000 Staub, 118 Bonbons, 1846 bekommen das und das wollen wir jetzt einmal mega entwickeln mit 100 Energie. Kommen dann auf 3383. Damit wollen wir nämlich gleich den Raid machen. Obwohl das total sinnlos ist für den Raid, denke ich mal, das wird nicht effektiv sein. Ich habe keine Ahnung, was uns gleich in dem Raid erwartet. Glurak, Bisaflor, Turtok, keine Ahnung, jetzt läuft das natürlich 4 Stunden ab. Was mache ich in den 4 Stunden mit Mega Bibor? Ich kann nicht in die GBL, ich kann nicht in die Arena. Ich kann Team Go Rocket bekämpfen oder Raids machen. Raids mit einem Bibor, ist das sinnvoll? Wir haben das jetzt auf jeden Fall hier am Start. Wir gucken, wenn der Raid aufgeht, noch 2 Minuten. Wir haben hier unsere Liste auch. Habe ich schon mal hier gepostet. Old City Tower, 12.33 Uhr, Laugenbroten, Young Lil Bobby, Sleazy, Master Ruler, Curly Dieter, Killer Ghost, Procode Gaming. Und dann werde ich vielleicht danach an der Sonnenuhr noch einen machen. Da ist bis jetzt Sleazy, Master Ruler, Curly Dieter dabei. Zack. Wir warten jetzt, bis der Raid aufgeht. Gucken mal, was in dem Raid drin ist. Und dann werde ich auf jeden Fall die Shiny-Entwicklung auch noch zeigen. Hier auch jetzt die Medaillen. Löse bei einem Pokémon eine Mega-Entwicklung aus. Und löse bei einem Pokémon die Mega-Entwicklung aus. Die eine ist also für 24 verschiedene und die andere für 500 insgesamt. Selbst wenn ihr 500 mal das gleiche entwickelt, das zählt natürlich auch dazu. Ich hänge mich jetzt da vorne hin, pack alles aus, lade die Leute ein. Wir sehen uns im Raid. Guck mal, was Bibor im Raid so alles drauf hat. Nix! So, das ist wieder sehr interessant. Es ist ein Glurak geworden. Es ist ein Mega-Glurak Y. Aber bei den anderen sieht das einfach wieder normal aus. Keine Ahnung warum. Hier haben wir jetzt die 2 Handys, mit denen wir einladen. Ich muss mal kurz hier drauf. Ich stelle euch natürlich ab. Wir laden die Kollegen ein. Dann gehen wir mit den anderen noch rein. Muss gucken, dass das hier alles passt. Habe ich mir natürlich wieder alle beschriftet mit einem Punkt. Das heißt, ich gehe auf Einladen. Ihr seht auch mein Zeichen. Da ist ein Mega-Pokémon dabei. Beziehungsweise habe ich das gar nicht dabei, aber ich habe ein Mega-Pokémon gerade aktiv. Wir nehmen also Kleingeist, Bemalesso, Curlidita, Brakan und Laugenbroten. Und hier drüben Master Ruler, Procode Gaming, Sleazy, Young Lil Bob, Lang Lil Bobby, Dr. Ghost. Die laden wir alle ein. Hier oben hauen wir noch die Pässe rein und es reicht wohl, dass ihr ein Mega-Pokémon aktiv irgendwo habt, damit alle einen Boost bekommen und verstärkt im Raid sind, selbst wenn ihr das Mega-Pokémon nicht mit in den Raid nehmt.
komischerweise. Ich will das ja aber trotzdem mal mit in den Raid nehmen. Deswegen mal gucken. Bee, nix Bisasam. Bibor, zeigt mir das jetzt an? Nein. Ich muss es als Mega Bibor eingeben oder wie? Mega! Hier haben wir also Mega Bibor ganz vorne dran. Wir sind jetzt 17 Leute. Und was ich nicht vergessen darf, ich muss noch ein Glücksei anmachen. Da ich mit Brakan und Bemalesso, glaube ich, aufsteige. Sind jetzt überhaupt alle da? Kunsturin, ja, das sind meine. Kulidita, Kleingeist, Brakan, Laugenbroten, Michast, der wollte selber reinkommen. Hugo, keine Ahnung, wer das ist. Black Goldsaw wollte noch mitmachen, von außen hat er gesagt. Bullrich, keine Ahnung. Russi, keine Ahnung. Master Ruler, Young Lil Bobby, Dr. Ghost. Hat jetzt einer gefehlt. Procode Gaming habe ich nicht gesehen. Im Endeffekt, weil wieder andere mit Fanraids, mit Fanraid-Pässen mitmachen, durften die anderen Leute, die ich per Fanraid eingeladen habe, wohl nicht mehr mit in die Lobby. Das ist natürlich ärgerlich. Und ich sehe das allererste Pokémon, was down ist, was gestorben ist, ist das Mega Bibor. Und zwar jetzt. Alle anderen kämpfen noch, alle anderen sind noch da, auf allen anderen Geräten. Ich mache das mal hier ein bisschen leiser. Alles ist standfest, aber das Mega Bibor, ne, das ist gleich in die Ecke geflogen. Deswegen, was mache ich damit? Ich verstehe es immer noch nicht. Es ist ja schön und gut, sieht lustig aus, aber trotzdem. Und ich glaube wirklich, das Problem ist, dass hier nur 15 Fan Raider in der Lobby sein dürfen. Ich habe 10 theoretisch eingeladen, wenn aber die anderen, die Fremden, die alle da mit drin waren, wenn die alle auch mit Fan-Raid-Pässen zugegriffen haben und haben den Raid gemacht, dann kann es sein, dass Procode Gaming da ausgestoßen wurde oder er hat es einfach verschwitzt oder ich habe ihn einfach schon wieder übersehen, weil ich nichts mitkriege. Wir sind mal gespannt, ob vielleicht hier noch irgendwo ein Shiny dabei ist, das kann ja auch sein. So, wir machen es wieder ganz spannend. Wir gehen wieder zuerst auf die Go-To-Lab und gucken nochmal nach dem 100er Wert. Müsste natürlich über 16 liegen. Irgendwas im 16-40er Bereich, glaube ich. Okay. X-Rates, auch wenn es keine X-Rates sind. 16,51. Und wir gucken mal, was wir bekommen haben. Wir haben auf jeden Fall 50 Mega Energie bekommen. 16,10 auf dem Großen. Auf den Kleinen habt ihr 16,1, 16,38, 15,96, 16,22, 16,7. Wir können aber theoretisch überall fliehen, weil, was will ich damit? Keine Ahnung. Auf dem Großen versuche ich es natürlich wieder zu fangen. Wieder mit gelber Beere, mit doppelten Bonbons. Dafür stelle ich euch mal hier ab. Funktioniert das so? Ich weiß nicht. Dann stellt es lieber hier hinter. Da geht es nämlich ein bisschen schräg. Zeigt das wenigstens direkt auf mich drauf. Wir machen das wieder mit silberner Beere. 16,10, silberne Beere. Aggressiv, okay. Ich glaube trotzdem, dass Glurak eigentlich am beliebtesten ist von den Mega Raids, weil manche eben noch ein schwarzes Glurak haben wollen, aber es kommt ja auch der Seed Day, wo man sich sowieso ein schwarzes Glurak basteln kann, dann auch mit Seed Day Attacke, also. Interessant wird es dann, wenn Despot da in die Mega-Raids kommt. Dann hat man wenigstens auch ein nützliches Pokémon, was man so raiden kann. Aber an sich wüsste ich jetzt nicht, was ich mit den Startern anfangen soll. Außer mir halt Bonbons mitnehmen. Obwohl die ja alle, wie gesagt, ihren Seed-Day hatten. Und am Seed-Day hat man eigentlich auch genügend Bonbons gemacht. Aber nicht jeder war von Anfang an dabei, hat die Seed-Days miterlebt. So, im Endeffekt ist das dann das Erste, was flieht. Ist ein bisschen hartnäckig. Da lassen sich die anderen zwei natürlich besser fangen als das Glurak. Weil das Glurak, das fliegt halt dann auch immer hoch. Und Runda ist sehr aggressiv. Die anderen, die sitzen halt einfach nur da und chillen ihr Leben. Ist trotzdem drin mit 20 Bonbons. Wie gesagt, theoretisch hätte ich auch fliegen können, weil im Endeffekt verschicke ich das Teil eh. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Wir gucken es uns mal an. Ja, ist okay. Können wir weghauen. Beziehungsweise wir hauen es nicht weg. Wir heben es auf für die nächste Trade-Session. Dann kann ich das vielleicht noch abgeben. Wir haben jetzt 140 Glurak-Mega-Energie. 200 brauchen wir für eine Entwicklung.
Ich ziehe dann los. Es müsste eigentlich noch der Levelaufstieg reinkommen, oder? Brakan 20.000 auf jeden Fall. Und Bemalesso müsste, aber im Endeffekt war Bemalesso auch gar nicht in der Lobby, oder? Ich weiß es nicht. War er drin? War er nicht drin? Es kommt auf jeden Fall nichts. Also glaube ich, er hat gefehlt und Procode Gaming. Wir machen dann noch den an der Sonnenuhr. Sieht man ja hier, 13.11 Uhr. Da oben ist jetzt noch ein Glurak. Ob ich das noch mitnehmen, wenn ich jetzt da hoch renne und dann wieder da runter renne, ist mir jetzt zu stressig. Ich mache den an der Sonnenuhr, wie angekündigt. Wir haben ja Zeit und ich habe auch keinen Bock, jeden Tag 20 Raids zu machen, weil die eben Mist sind. Aber egal, wir sehen uns dann nach dem nächsten Raid, beziehungsweise wenn wir das Bibor nochmal entwickeln in seiner Shiny-Variante. Wir können uns aber ganz kurz den Pokédex-Eintrag jetzt mal angucken. Der ist jetzt hier Mega 1, ihr seht, Bibor. Es wird euch sogar schon als Shiny angezeigt. Also theoretisch müsstet ihr nicht mal ein Shiny entwickeln. Es würde einfach reichen, wenn ihr ein männliches und ein weibliches entwickelt. Das ist komplett sinnlos. Aber okay, Shiny-Eintrag ist auch da. Gesehen eins, gefangen eins. Mach mal so, nehmen wir mit. Holen uns noch das weibliche, machen aber ein weibliches, ein Shiny als weibliches. Hab ja eh nur weibliche als Shiny. Und sehen uns dann zurück, wenn wir das entwickeln. Wie oft willst du es noch sagen, hä? So, da ist der Adi, ne? Guckt den euch an. Hier sind die Burger. Ich bin nämlich jetzt gerade zu Hause, habe jetzt noch einen Raid hier an der Sonnenuhr gemacht. Es war wieder ein Glurak. 16, 13, 16, 18. Der ist rausgeflogen. 16, 20, 16, 23. Und der Große, auch wieder 50 Energie. Bei 38 Sekunden gucken wir mal, ob der was Gutes hat, ob der ein Shiny hat. Ein Shiny ist es schon mal nicht. 15,97 ist schlecht, ne? Das heißt, wir essen jetzt die Burger. Zack! Wir gucken, wie der Adi sich in seinem Tunnel versteckt. Adi! Adi! Adi, Schatz! Ja, zuck noch ein bisschen. Und dann melden wir uns zurück natürlich mit der Bibor Shiny Entwicklung. So, ich glaube, mein Schwein pfeift, denn ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, dass ein Raid aufgeht. Jetzt ist ein Raid aufgegangen. Es ist ein Glurak X. Da werden sich die Leute, die ich gleich einlade, natürlich freuen. Das Ding ist, ich wollte doch diese Folge dem Bibor widmen. Habe vorhin das Bibor gemacht. Ich kann es euch nochmal zeigen hier. Müssen sie halt jetzt warten. Ich habe vorhin das Bibor gemacht. Es ist ein männliches. Ich wollte jetzt ein Shiny und weibliches machen, damit ich den anderen Eintrag noch voll habe. Es hieß ja auch, wenn ihr eine Mega-Entwicklung gemacht habt, kostet die beim zweiten Mal weniger. Ich bin davon ausgegangen, ich habe das Bibor gemacht für 100, jetzt bezahle ich nur noch 25. Aber ich dachte, das geht generell, wenn man mal einen Bibor gemacht hat, bezahlt man für Bibor nicht mehr so viel. Aber es geht natürlich nur bei diesem einen Bibor. Sprich, wenn ich das machen will, kostet es doch trotzdem 100. Warum sollte ich also fünfmal das Gleiche, genau das Gleiche entwickeln? Ich möchte doch männlich und weiblich im Pokédex. Jetzt habe ich nur 75 Energie und keine 100. Das heißt, ich kann das Weibliche nicht entwickeln. Ich weiß auch nicht, wie ich das Weibliche entwickeln soll. Das gibt es nicht in Raids. Ich weiß nicht, woher ich Bibor Energie nehmen soll. Keine Ahnung. Wir packen trotzdem mal Bibor in den Raid rein und kämpfen mal mit Bibor. Ne? Das opfern wir jetzt als allererstes, einfach weil es so ein... es kann ja nichts dazu, aber trotzdem, mich regt das gerade auf. Das heißt, ich lege euch jetzt wieder hier hin. Ihr seht meinen Schritt. Ich gehe jetzt mal hier rein. Ich adde die Leute, mit denen ich, an denen ich wieder einen Punkt dran gemacht habe. Das geht hier ganz fix. Punkt, da haben wir Laugenbroten, wir haben Tobias Jan, wir haben Ramdusch. Die wollten unbedingt. Dann gehe ich mal kurz auf, wer online ist. Ja, es hat eigentlich schon angezeigt, wer online ist. Da haben wir 10er Schafes, der ist irgendwie immer online, oder kann das sein? Ich schick mal aus Spaß, der Sabrina, die heißt nämlich jetzt Sabrina Spielt, mit der habe ich gerade noch geschrieben, der schicke ich auch mal eine Einladung. Auf dem zweiten versuche ich mal,
genau hier Danny2Go1 einzuladen. Der hat auch gerade frisch angenommen. Und bei den restlichen, es ist wie immer, ihr seht hier Mega Glurak XX und hier einfach das normale Glurak. Keine Ahnung, wieso das immer so ist. Mit denen gehen wir auf jeden Fall jetzt auch rein. Viermal, die legt man hier hin. Und wir wollten das Biber opfern, das heißt, wir müssen das Biber noch reinholen. Wir könnten jetzt dieses 100er Biber zur Mega-Entwicklung machen, aber wozu? Es ist trotzdem nutzlos, egal ob es jetzt Mega ist oder nicht, weil ich eigentlich jetzt mit dem Shiny-Weibchen den Pokédex komplettieren wollte, kriegt das 100er jetzt alles ab, weil es die ganze Mega-Energie für sich selbst beansprucht hat, weil es denkt, es ist schlauer als ich und deswegen kriegt das alles drauf. Und ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, woher nehmt ihr die Mega-Energie, um jetzt ein anderes Biber zu entwickeln? Ihr müsst ja noch ein anderes entwickeln können. Einer will ja vielleicht ein 100er entwickeln und einer will ein Shiny entwickeln, einer will ein Männchen entwickeln, einer will ein Weibchen entwickeln. Ihr habt die Energie nur aus der Spezialforschung bekommen. Wo kriegt ihr jetzt die Energie für Biber her, wenn ihr keine Biber-Raids machen könnt, aber die Energie für die Mega-Pokémon nur aus den dazugehörigen Raids bekommt? Deswegen hätte ich es immer noch genial gefunden. Es ist egal, was man für den Raid macht, dass man beim Raiden einfach Mega-Energie als Bonus bekommt und sich aussuchen kann, für welches Pokémon das einsetzen kann. Soweit sind sie aber nicht. Keine Ahnung, ob sie überhaupt jemals so weit sein würden. Das macht das ganze Video eigentlich komplett sinnlos, wie gesagt. Ich wollte Mega Biber machen, männlich. Ich wollte Mega Biber machen, weiblich, als Shiny. Dass ich eben den Mega Dex von Biber wenigstens vollständig habe. Dass ihr seht, es ist alles ausgefüllt. Wenn es schon keinen Lucky gibt, ist das ja auch nicht so problematisch. Das heißt, ich kann alle Luckys wegschmeißen, da ich die für den Mega Dex nicht brauche. Und jetzt sowas. Also, ich kämpfe hier immer noch gegen 4 Glurak X und gegen 2 normale Glurak. Ich verstehe es nicht. Das aber natürlich auf den iPhones. Die iPhones, die haben die normalen Gluraks. Glurakse. Was hat das zu bedeuten? Habt ihr das auch so? Mit was spielt ihr? Mit Android oder mit iPhone? Wird bei euch das immer richtig angezeigt oder zeigt es bei euch auch manchmal das normale Pokémon? Und wenn ja, bei Android oder eben bei iOS? Schreibt es mir in die Kommentare. Den 100er-Wert habe ich mir auch wieder nicht gemerkt. Müsste, glaube ich, noch bei 1651 sein. Wir gucken mal jetzt, wenn es tot ist. Ich hoffe, ich kriege wieder 50. Das ist irgendwie das dritte Glurak heute. Ich habe vorhin Glurak gemacht, das hässliche, dann nochmal das hässliche und jetzt das brutale Fette, aber trotzdem. Das heißt, ich kann eigentlich ein Mega-Glurak machen, aber ja, warum? Ich mache heute eh keinen Raid mehr und eigentlich braucht man das momentan ja nur, falls man mal einen Raid macht. Dann kann ich mit Feuer gegen Feuer kämpfen, das ist bestimmt auch sehr sinnvoll. Ja, nee, ich kann ja dann Mega Glurak rausholen, wenn ich mal gegen, wie heißt das andere Teil, Bisaflor kämpfe. So, hier machen wir auf jeden Fall alle drauf. Gucken uns die mal an, wie viel wir hier haben. Wir haben 16,3, wir haben 15,81, 16,22, 15,99, 16,20. Das heißt, ich fliehe wieder bei allen, die können mich mal. Und wir schauen, ich muss euch mal rumdrehen, wir schauen wieder, was der Große hat. Ihr hättet das alles gefangen, gell? Ihr hättet euch jetzt eine Stunde hierher gesetzt, hättet das alles gefangen. Wir haben, 16,42. Das ist eigentlich ganz gut. Das heißt, das nehmen wir jetzt noch mit. Dann nehmen wir auch mal die, dann nehmen wir die goldene Beere. Pass mal auf jetzt. So, das sieht scheiße aus. Ich muss das anders machen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich brauche was, was gut aussieht. Nichts sieht gut aus. Wir probieren es einfach mit dem Daumen. So, wir wischen ein bisschen herum, werfen drauf und werfen natürlich zu kurz. Ich könnte mich davon ans Geländer stellen und könnte da die Kamera drauf basteln. 16,42, wieder nicht in den Kreis geworfen. Hier gibt es halt wirklich nichts zum Abstellen. Außer die Kante in die Richtung sieht immer noch so komisch aus mit diesem blöden Hintergrund.
Egal, wir haben nur noch 9 Bälle. Wir versuchen das jetzt trotzdem einzutüten. Großartig, lande 5 großartige Curveball-Würfe. Müsste auch die Pandya-Aufgabe sein. So, 8 Stück haben wir noch. 7 Stück haben wir noch, ich korrigiere. 6 Stück haben wir noch, ich korrigiere nochmal. 5 haben wir noch. Vielleicht wäre es besser, ihr macht den Fangtrick, ne? Ihr stellt den Kreis ein und werft dann drauf. Ungefähr so. Aber best noch kleiner, dass ihr einfach fabelhaft trefft. 1, 2, 3 ist drin. Leider nicht mit doppelten Bären, leider mit normalen Bären. Vielleicht ist das sogar ein 98er oder ein 96er oder irgendwas anderes dazwischen. Es ist ein 96er mit 15, 15, 13. Glückwunsch? Kein Glückwunsch? Ich weiß es nicht. Um euch zu zeigen, was ich von Glurak halte, schmeiße ich das einfach weg und verschicke es an den Professor. Ich hab die Nase voll. Ich wollte, wie gesagt, Kapitel 2 und 3, Kapitel 4 und dieses Video dann machen. Jetzt habe ich Kapitel 2, 3, 4 an einem Tag gemacht. Heute nur das. Und morgen kommt ein Video nochmal zu den Mega Raids. Mega Raids gleich Mega Fail, keine Ahnung. Nochmal ein, hier lädt ein zu dem hässlichen Glurak. Morgen nochmal ein Real Talk Video zu den Mega Raids. Das war's von meiner Seite. Das hier werde ich am Sonntag hochladen. Viel Spaß euch natürlich, viel Erfolg bei den Mega Raids. Schreibt mal eure Kommentare noch unten rein, was ihr von den Mega Raids haltet. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.